Es ist mal wieder soweit. GoPro bringt mit der GoPro Hero 7 die beste GoPro aller Zeiten auf den Markt. Was sie so kann und ob sie wirklich so gut ist, checken wir jetzt. Mittlerweile hat man sich daran gewöhnt, dass Kamerahersteller jedes Jahr neue Modelle auf den Markt bringen, so auch GoPro. Letztes Jahr kam die GoPro Hero 6 raus, davor natürlich die 5. Letztes Jahr habe ich schon die 6 mit der 5 verglichen. Video dazu findet ihr unten nochmal in der Videobeschreibung. Und heute schauen wir uns mal die 7er an und ich vergleiche sie auch noch ein bisschen mit der GoPro Hero 6. Kommen wir zu den Kernfeatures der GoPro Hero 7. 4K bis zu 60 Frames, 2,7K bis zu 120 Frames, Full HD und HD bis zu 240 Frames. Interner Bildstabilisator, und da kommt jetzt eine Besonderheit, denn wir haben nicht nur den normalen Bildstabilisator, den man auch schon aus der GoPro Hero 6 kennt, sondern GoPro nennt das Ganze Hyper Smooth, und das ist nochmal eine Schippe draufgelegt sozusagen. Gimbal-artige Movements werden damit versprochen, also eigentlich verwackelte Aufnahmen, Ade, Tschüss, Arrivederci, auf nimmer Wiedersehen, könnte man auch meinen. Und tatsächlich muss ich sagen, ich war ja schon sehr begeistert vom Bildstabilisator der GoPro Hero 6 und habe damals sogar ein Video gemacht mit der GoPro Hero 5 auf dem Karma Grip, also auf einem Gimbal, mit der 6er. Ohne Gimbal, und das war schon ein ordentliches Ergebnis. Und jetzt habe ich mal hier Testaufnahmen mit der 6er und der 7er gemacht, im Laufen, im Rennen, Treppe runterlaufen, und ich muss sagen, ordentlich, was da GoPro nochmal rausgeholt hat. Kleiner Nachteil, der Hypersmooth ist nicht möglich in allen Frameraten und allen Auflösungen. Also 4K 60 Frames ist möglich. Das war zum Beispiel bei der GoPro Hero 6 nicht möglich. Da konnte man zwar mit 60 Frames in 4K filmen, aber da machte der Bildstabilisator nicht mehr mit. Hier macht der Bildstabilisator mit und sogar im Hypersmooth-Modus. Höhere Frameraten sind teilweise stabilisiert, je nachdem, welche Auflösung man dazu nimmt. Eine weitere Besonderheit ist der Time Warp Video Modus. Das ist im Grunde genommen eine Zeitraffer Videoaufnahme, wahlweise in 4K oder in Full HD, wie man das möchte, und das kann man beschleunigen bis zu 30-fach. Und jetzt kommt die Besonderheit, das Ganze ist auch noch stabilisiert. Das bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit, mit der GoPro Hyperlapse Aufnahmen zu machen, also nicht nur stehende Timelapses, sondern auch Hyperlapses mit Bewegung. Und hier verspricht GoPro, wie sie so schön nennen in der Pressemitteilung, fliegender Teppich-Effekt. Ich würde sogar sagen, Kamera auf Schienen, weil auch wirklich hier der Bildstabilisator ganze Arbeit leistet und die Aufnahmen butterweich dahin gleiten. Auch was die Audioaufnahmen angeht, hat GoPro hier nochmal verstärkt. Und das wollte ich genauer wissen, auch im Vergleich zur GoPro Hero 6, weil ich gerne die GoPro als Vlog-Kamera benutze. Und da habe ich mal einfach mal die Vlog-Tauglichkeit getestet. Testen wir doch auch mal die Vlog-Tauglichkeit der neuen GoPro 7, und zwar auch im Vergleich mit der GoPro 6, denn die fand ich schon ziemlich gut. Auch vom Ton her war sie okay, und jetzt hat GoPro versprochen, nochmal am Ton etwas gemacht zu haben, und da bin ich gespannt, wie sich das hier verhält. Wir sind in einer relativ ruhigen Gegend, ohne weitere Störgeräusche, aber checken wir das doch mal aus, wie es mitten in der Stadt ist. So, und direkt befinden wir uns mitten in der Innenstadt in Berlin. Im Kudamm, hier ist Musik, hier sind Autos, hier sind sehr viele Menschen. Und wir checken mal aus, wie sich das Mikrofon bzw. die Tonqualität verhält, wenn einfach mal ein bisschen mehr Umgebungsgeräusche vorhanden sind, wie hier direkt an einer Hauptstraße. Zudem haben wir jetzt auch noch die Möglichkeit, mit der GoPro direkt auf Facebook, Twitch, YouTube oder sonst wo auch immer es möglich ist, live zu streamen. Das heißt, direkt die Aufnahme, die man in der GoPro macht, gibt es als Livestream dann. Zum Livestreamen selbst mit der GoPro werde ich nochmal ein separates Video aber machen. Die GoPro Hero 7 kann man, wie auch schon einige der Vorgängermodelle, mit der App koppeln bzw. mit der Quick Stories App auf dem Smartphone koppeln, und dann werden die Aufnahmen, die man mit der GoPro macht, automatisch aufs Smartphone übertragen und einfach im Hintergrund wird ein Video erstellt. Das funktioniert in den meisten Fällen sehr gut. Natürlich muss dann die App und der Algorithmus gucken und berechnen, welche Szene vielleicht besonders war und so weiter. Und da hat GoPro auch nochmal dran gewerkelt und die Gesichtslächeln und Szenenerkennung nochmal verbessert, damit noch bessere Momente und die richtigen Momente vor allem in dem Video landen. Auch beim Foto
Fotomodus hat sich noch etwas getan. Wir haben jetzt unter anderem einen Selbstauslöser spendiert bekommen, womit wir die Kamera halt irgendwo hinstellen können und einfach den Selbstauslöser aktivieren können. Und wir haben einen neuen Modus dazu bekommen. Bisher konnten wir im Automatikmodus fotografieren. Wir konnten auch RAW einstellen und mit ProTune die Einstellungen einigermaßen selbst vornehmen. Wir konnten HDR-Aufnahmen machen, wo 3 Belichtungen in der Kamera zusammengemerged wurden und ein JPEG dabei rauskam. Und jetzt haben wir auch noch den Superfoto-Modus. Das ist eine intelligente Szenenanalyse, wo ein Algorithmus das Bild erkennt und berechnet, was man jetzt wie verbessern könnte an dem Bild, wo könnte man noch ein bisschen dran rumwerkeln und durch HDR, lokales Tone Mapping oder Multiframe-Rauschunterdrückung wird dadurch das Bild verbessert. In meinem Test konnte ich keinen großen Unterschied zu normalen HDR-Funktionen feststellen, schon ein bisschen, aber der Unterschied war jetzt nicht großartig. Da wäre es interessant, wie das in verschiedenen Momenten, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo im Wald ist, anstatt in der Stadt oder am Meer ist, mit Wasser und so weiter, wie sich das da verhält, ob es da nochmal die Bilder anders berechnet. Für mich persönlich ist das auf jeden Fall eine sehr nette Spielerei, aber es bleibt für mich nur eine Spielerei, da ich eh immer in RAW fotografiere, egal ob es jetzt mit einer DSLR ist oder mit der GoPro, ich habe immer RAW aktiviert und bearbeite am Ende meine Aufnahmen immer nochmal selbst. Von daher brauche ich das Feature nicht, aber ist es auf jeden Fall sehr cool für die Leute, die einfach auf die Schnelle Fotos machen möchten. Bisher konnten wir mit der GoPro immer so filmen. Irgendwann kam auch die Möglichkeit, so zu filmen und die GoPro hat das erkannt und direkt das Bild gedreht. Und jetzt haben wir auch noch die Möglichkeit, so zu filmen. Das ist besonders interessant für diejenigen, die ihre Aufnahmen auf, sagen wir mal, Snapchat oder Instagram hochladen möchten. Dadurch spart man sich die Dreherei dann am Handy oder am PC, sondern man hat direkt ein Hochformat-Foto oder Video. Um die Übertragung noch leichter zu machen zur Quick Stories App, hat sich GoPro auch nochmal gedacht, wir verkürzen einfach mal die Videoaufzeichnung. Natürlich können wir immer noch Videos machen in voller Länge, aber wir haben auch nochmal einen Button für extrem kurze Videos zwischen 15 und 30 Sekunden. Dadurch wird die Datenrate auch minimiert und dann geht die Übertragung auch von der GoPro zum Smartphone schneller. Ansonsten hat sich nicht sonderlich viel getan vom Innenleben zwischen der GoPro 6 und GoPro 7. Wir haben hier immer noch 10 Meter wasserdicht, wir haben eine Sprachsteuerung und auch die Frameraten und Auflösungen haben sich hier nicht verändert. Die Besonderheiten liegen darin, dass hier bei höheren Frameraten auch der bessere Bildstabilisator zum Einsatz kommt. Von Optik her gab es auch ein kleines Facelift. Von außen sieht die Kamera sehr ähnlich aus. Die Oberfläche ist gummiert, aber ein bisschen anders von der Struktur her. Die Knöpfe sind gleich geblieben. Vorne das kleine Display, hinten das große Display. An der Seite befindet sich eine Klappe mit HDMI und USB-Eingang und unten die Klappe für den Akku und die Speicherkarte. Das Menü bzw. die Benutzeroberfläche hat sich auch leicht verändert. Die Buttons sind jetzt an leicht anderen Stellen. Am Anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem intuitiv. Und wir haben noch eine besondere Zahl, die meisten vermutlich erfreuen wird, denn als die GoPro Hero 6 letztes Jahr auf den Markt kam, kam sie für 569 Euro in den Laden. Das ist eine Stange Geld. Und da hat sich GoPro gedacht, nö, das machen wir dieses Jahr mal wieder anders. Und hier reden wir von 429 Euro. Ab heute kann man sie vorbestellen, ab dem 20.09. und ab dem 27.09. wird sie dann im Einzelhandel verfügbar sein. Und wir reden hier nicht nur von der GoPro Hero 7, sondern von der GoPro Hero 7 Reihe. Es gibt die Black Edition, die ich jetzt in meinem Video getestet habe. Außerdem gibt es noch die Silver Edition und die White Edition, die jeweils eine etwas abgespecktere Version sind und jeweils 100 Euro günstiger. Also 329, glaube ich, und 229. Wie da der Vergleich ist und wie die Specs sich unterscheiden, schaut ihr einfach mal unten in der Videobeschreibung. Da packe ich euch einen Link zu einer Liste mit den ganzen Unterschieden. Ich würde sagen, die GoPro Hero Silver ist ganz leicht unter der GoPro 6 von den Specs her und die GoPro White ist, glaube ich, auch ganz leicht unter der 5er.
Da müsste man nochmal genauer nachschauen, wie da die Specs sind. Was haltet ihr von der GoPro Hero 7? Findet ihr sie interessant oder eher nicht? Gerade auch im Vergleich zum Vorgänger. Da könnte man sich mal anschauen, wie da die Preise vom Vorgänger fallen. Wenn hier der Ladenstart mit 429 beginnt, dann kann man davon ausgehen, dass die GoPro 6 um die 300 Euro oder vielleicht sogar noch tiefer fallen könnte. Was natürlich interessant sein könnte für diejenigen, die nicht diese Kernfeatures und Neuerungen von der GoPro Hero 7 brauchen. Postet gerne eure Meinung unten in die Kommentare und lasst uns da gerne mal weiter diskutieren. Würde mich sehr stark interessieren. Ich finde die schon mal ziemlich cool und ich werde jetzt die nächsten Zeit auf jeden Fall damit noch weiter rumspielen. Ansonsten kommen wir jetzt zu dem immer gleichen Spielchen, das ihr schon kennt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal, da verpasst ihr keins meiner Videos mehr und nicht vergessen, die Abo-Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video wieder. Bis dann.